Seine Feinheitlichkeit, der BGE-Papst, predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Und falls wir heute ein bisschen blechern klingen, das hier ist eine Konserve, aufgezeichnet am Pfingstsonntag zur üblichen Zeit, 16 bis 18 Uhr, live in der Danziger 50. So live sind wir heute nicht. Auch noch anzusagen ist, dass das heute eine Konstellation ist, in der wir vermutlich zum letzten Mal senden werden, aber das dann zum Ende der Sendung nochmal erläutert. Juliane. Genau. Hallo Leute, also wie gesagt, wir sind nicht live, wir sind irgendwie mit dem Netz nicht zurande gekommen, aber nichtdestotrotz wollen wir natürlich hier eine angeregte Diskussion veranstalten und ihr könnt das dann im nächsten Monat hören, also sprich, wenn ihr das hört, dann ist, wie auch immer. Ich stelle euch die Leute vor, wir wollen heute über die sogenannten Montagsmahnwachen sprechen, die in Berlin ihren Anfang nahmen und die dann in vielen deutschen Großstädten auch nachgeahmt oder ebenfalls veranstaltet wurden. Da sprechen wir im Laufe der Sendung drüber. Und ich stelle euch erstmal unsere Gäste vor. Und zwar haben wir einmal Daniel Lücking und er ist Ex-Soldat, war auch schon zu Auslandseinsätzen in Afghanistan, ist aber 2008 aus der Armee ausgetreten und ist jetzt Friedensaktivist. Hallo Daniel. Hallo Juliane. Dann haben wir Olaf Ostertag, Kabarettist. Und ich hoffe, dass ich das jetzt richtig hinkriege. Und zwar kulturpolitischer Sprecher der BVV, Marzahn-Hellersdorf. Hallo Olaf. Hallo. Und wir haben Maurice Ziegler, er ist Produktdesigner und liest uns heute einen Brief der Solidarität, habe ich das richtig vorgelesen, vor und ist auch schon auf den Montagsdemos aufgetreten und wird uns da auch gleich im nächsten Blog mehr zu erzählen. Hallo Maurice. Hallo. Michael, wie immer, an der Technik heute und zeichnet auf. Wir haben dann heute ausnahmsweise Jörg Schulz von Castor TV. Ihr könnt also die heutige Sendung auch auf Castor TV anschauen. Und wir haben Rolf Gensrich als Co-Moderator. Hallo Rolf. Hey. Und ich würde sagen, Michael, mach uns eine Musik.